worum es geht, ist einfach die bekanntesten Marken, die besten Marken Vorarlbergs vor den Vorhang zum holen. Das ist ganz wichtig, ist eine ungestützte Umfrage. Das heißt, es ist nicht so, dass dort Vorarlberg Milch, Doppelmayr, Blum etc. auf einer Liste steht, sondern man fragt die ganz einfach, welche Vorarlberger Marke fällt dir ein? Und wir haben das auch ausgedehnt, weil für eine Marke wie jetzt Vorarlberg Milch, die im Kühlregal steht, wo man jetzt vielleicht Produkt des täglichen Bedarfs, tut sich ein bisschen leichter als zum Beispiel ein selber Hersteller wie Doppelmayr. Und darum fragen wir bewusst Arbeitgebermarken ab. Wir schauen, wie ist das in der Industrie, wie ist das im Konsumgüterbereich. Und dort prämieren wir wirklich seit Jahren die besten Marken. Für uns ist es ein Reiches. Also wir sind sehr glücklich darüber und freut uns natürlich, dass wir die in der Kategorie gewonnen haben. Und das ist für uns schon eine Bedeutung, dass die Produkte eine Wertigkeit haben. Das ist die Kategorie Weiterempfehlung, also das heißt, die Leute sind zufrieden mit dem Produkt, dann es weiterempfehlen und das bedeutet für uns natürlich, dass wir auf dem Markt sehr toll Vertreter sind und dass die Leistungen für unsere Bäuerinnen und Bauern auf den Bauernhöfen, die Leistungen von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesehen wird, gespürt wird und wir das so weitertragen dürfen als Genossenschaft. Also die regionale Wertschätzung ist für uns unersetzlich. Das ist unsere Heimatregion, da sind wir groß geworden vor mittlerweile 100 Jahren. Das ist natürlich ganz, ganz was Besonderes. Ja, das kann man bei aller Internationalität, kann man das mit nichts vergleichen. Wirklich die Wertschätzung in der eigenen Region zu haben, zu sagen, ja, das, was wir jeden Tag leisten, also wir als Firma mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das wird auch wertgeschätzt in der Region. Also da vielen, vielen lieben Dank an die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, dass sie das auch so sehen wie wir.